Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Vergangenheitsteam und heute werden wir den ersten FC Köln vorstellen. Ihr habt es euch gewünscht und natürlich könnt ihr jetzt auch schon wieder euren Lieblingsverein oder euren Verein, den ihr euch wünscht, in die Kommentare schreiben und der mit den meisten Likes gewinnt. Ich weiß, Manchester United hatte mehr Likes, aber ich kann mir einen Spieler noch nicht leisten und deswegen müssen wir warten. Aber wenn ich mir den leisten kann, dann wird das Team auf jeden Fall dann da reingeschoben. Manchester United ist schon safe. Apropos Manchester United, heute spielen sie ja gegen Manchester City, das Top-Duell in der Premier League. Wahrscheinlich guckt das der eine oder andere auch. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Auswechselbank. Ich kann natürlich auch noch ein paar Spieler nennen, die mir auch gerade noch so einfallen, weil ich natürlich auch Fußball verfolge. Und ja, wir fangen jetzt aber erstmal an hier mit der Auswechslung. Und da haben wir einmal Clemens, der jetzt bei Schalke 04 spielt. Dann haben wir hier Strobel, Ex-Lager von Darmstadt 98, Hanno Balic, auch bei Hannover, Nürnberg und so weiter war er auch. Und dann hier noch den Marco Streller von Basel, war auch, ich glaube, ein Jahr bei Köln, ein Jahr oder zwei Jahre, ja, ich glaube eins, aber er war auf jeden Fall bei Köln. Dann kann man natürlich noch an Maniche oder so sich zurückerinnern, Jiromel, Pierre Vomé kenne ich auch noch. Wen gibt es denn noch hier? Habe ich Maniche schon gesagt? Ja, habe ich, glaube ich. Dann natürlich Novakovic oder, ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Doch, normal, Farid Mondragon hat ja sogar noch bei Kolumbien sein Länderspiel dann noch absolviert, wurde eingewechselt bei der WM 2014. Ihr wisst natürlich auch Bescheid. Und ja, das sind die Spieler, die ich noch so im Kopf habe, die es jetzt leider nicht bei FIFA mehr gibt. Viele schreiben ja auch immer, ja, auch beim letzten Video, Vergangenheitsteam, ja, warum hast du nicht Lucio reingepackt und so. Ja, Leute, die gibt es halt nicht mehr in FIFA. Dann kann ich die natürlich auch schlecht reinstellen, aber ist jetzt auch keine, was ist das eigentlich? Ja, ist nur eine Verteidigung für mich, weil es die dann halt nicht gibt, dann kann ich die natürlich auch nicht nehmen. Dann kommen wir jetzt hier zu einem Spieler, den ich nicht kaufen konnte. Erstmal hier, boah, diese Photoshop-Skills, Alter. Ich glaub's ja nicht. Ja, Thomas Broich muss eigentlich auch hier dabei sein. Ja, spielt jetzt natürlich eine lange Zeit auch schon in Australien. Die Kölner werden sich auf jeden Fall, ja, erinnern können, was er so geleistet hat. Und dann haben wir hier noch Epstein. Wird der ein oder andere ja jetzt nicht kennen, aber die Kölner Fans unter euch werden wissen, wer das ist. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir natürlich mit der Startelf und da fangen wir gleich an mit einem Spieler, der jetzt bei dem Rivalen spielt, und zwar bei Düsseldorf, und das ist Rensing, war auch in der letzten Woche dabei, war bei Köln, spielt jetzt bei Fortuna Düsseldorf, ich glaube es ja nicht. Und dann gehen wir jetzt weiter zur Innenverteidigung. Da haben wir einmal hier Björn Schlicke, war auch bei uns. Ja, war auch bei uns. Jetzt spielt er bei FSV Frankfurt, hat sehr viel Tempo, 32. Und daneben haben wir dann den Bruder von, glaube ich, Joel Martip. Marvin Martip war auch eine sehr, sehr lange Zeit beim ersten FC Köln. Und auf der Rechtsverteidigerposition haben wir dann unseren ersten Goldspieler. Und zwar ist das der Rita. Der Rita von Freiburg war auch bei Fulham, hat auch ganz erfolgreich gespielt, hatte sogar einen Inform jetzt bei Freiburg. Komisch, dass das mit dem Wappen irgendwie so weiß ist und so grau, ich weiß nicht warum. Aber nun gut, so ist das nun mal. Keiner weiß warum. Und auf der Linksverteidigerposition haben wir dann einen weiteren Silberspieler, aber der ist eigentlich Rechtsverteidiger, spielt bei Mainz 05. Und das ist Brosinski, hat 87 Tempo, also wird er auf jeden Fall kein schlechter sein. Als Außenverteidiger brauchst du natürlich das Pace. Und dann gehen wir weiter zum zentralen defensiven Mittelfeld. Da haben wir Lanich, ist jetzt bei Frankfurt, sagt dem einen oder anderen natürlich auch was. Ja, ist ja noch nicht ganz außer Welt, sage ich mal. Und im rechten Mittelfeld haben wir dann hier einen Münchner jetzt. Und das ist Mitchell Weiser. Mitchell Weiser gilt ja so als vielleicht Geheimtalent, aber so langsam müsste er jetzt auch mal kommen. Natürlich hat er die ein oder anderen Einsätze bekommen. Letztes Jahr hat auch dann nicht so gut gespielt. Ich glaube, er war auch auf der Außenverteidigerposition, musste da irgendwie einspringen oder sowas. Irgendwie war das so.
und konnte sich dann noch nicht so richtig behaupten, aber vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. So alt ist er natürlich auch noch nicht. Dann im ZOM haben wir Vollner, ja, spielt jetzt bei Augsburg und mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, denn jetzt kommen wir zu der Köln-Legende schlechthin und der wird wahrscheinlich oder er wird definitiv wieder bei Köln spielen, wenn er vor dem Karriereende ist, also ein, zwei Jahre wahrscheinlich wird er da noch spielen und das ist natürlich Lukas Podolski. Lukas Podolski sucht er jetzt auch schon im Winter einen neuen Verein, ist nicht glücklich bei Arsenal, kann ich auch verstehen und will wechseln. Mal gucken, wo er denn hingeht. Ich denke mal, vielleicht jetzt noch nicht direkt zu Köln, aber er wird sicherlich nochmal zurückkehren. Und Lukas Podolski ist natürlich Pflicht hier bei dem Team, ist doch klar. Im Sturm haben wir dann zwei Silberspieler. Ja, Silberspieler, nicht alle. Dann können wir die schneller finden. Und das ist hier einmal der Sebastian Freis. Viele werden den natürlich auch kennen, Sebastian Freis. Und dann haben wir noch hier daneben Ud von Heerenveen aus der Eredivisie. Ja, also dieses Team hat auf jeden Fall mal eine richtig gute Chemie. Hätte ich nicht gedacht. Wir kommen auf ja, stolze 93 und damit kann man natürlich sich sehen lassen. Gabis Kameraden. Scheint auf jeden Fall ein gutes Team zu haben. Wir spielen natürlich mit dem Köln klassischen Trikot. Und ich bin gespannt drauf. Ich ahne ja schon irgendwas. Vielleicht pacyges Silberteam oder so. Bin ich Gott? Ich kann vorhersehen. Ja, Okore, Agbonda, Sinclair, Townsend, jo, viel Spaß, ja, wünsche ich mir selber. Das wird richtig lustig. Nee, Mann. Oh, Rensing hält hier. Die Null. Schön, Marte, sehr schön. Hier, wir kommen auch mal. Oh komm, den kannst du auch mal reinmachen. Die drehen trotzdem durch. Die lassen sich hier gar nicht unterkriegen. Zack, jetzt in die Lücke spielen. Und da muss er reingehen. Und da ist das Ding. Da ist das 1:0 für den ersten FC Köln. Ich glaub's ja nicht. Da kassiert der. Der Pantilimon. Oder wie er heißt. Ich weiß es. Ja, Pantilimon wird er bestimmt ausgesprochen. Hier Mitchell Weiser mit dem 1:0. Oh mein Gott. Er bekommt den Foul. Eindeutig hier der Elfmeter. Ich glaub's nicht. Wir rasieren hier den Gegner. 1:0 steht's und wir können das 2:0 machen. Ob es verdient ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber das ist krank. Mit Einsatz und Herz können wir hier vielleicht sogar was reißen. Und Rensing steht schon bereit. Er will ernst machen. Vollner muss das Ding verwandeln. Er muss es einfach machen. Jungs, ich hau den perfekt in den Winkel. Passt auf. Ach du Scheiße. Kranke Sache. 2:0 für den ersten FC Köln. Und gegen was für ein Team spielen wir hier? Gegen was für ein Team? Und wir führen 2:0. Komm, Ud, verteil den Ball. Jawohl. Mann, die gefallen mir echt gut. Die gefallen mir echt gut, die Stürmer. Die halten den Ball. Und dann, wenn es gefährlich wird, macht er nicht das Tor. Er macht es nicht, schade. Jetzt langer Ball. Oh mein Gott. Ud ist durch. Das muss er machen. Oh, nochmal. Was für ein Hackenpass, der Schlingel. Der Schlingel nochmal am Ball. Und jetzt ist der Lukas da. Abschuss. Ja. Und der kommt nochmal ran. Und das ist doch Mitchell Weiser, oder nicht? Das 3:0. Und wir fertigen ihn aber sowas von ab. Aber sowas von. Man sollte Angst haben. Das Team ist stark. Oh mein Gott. Die kombinieren aber sowas von traumhaft. Und jetzt der Poldi. Naja, was machst du da? Naja, er macht alles richtig. Beim 3:0. Warum kontert er? Junge. Egal, er hofft jetzt richtig, Mann. Er hofft richtig, Jungs. Aber das haben wir im Griff. Das war ein Glückstor. Oh mein Gott. Ut. Das macht er gut. Die Übersicht. Oh. Wie kann man den denn nicht reinmachen? Scheiße. Krank, Jungs. Kranke Sache. Ich wollte zwar noch ein Tor irgendwie versuchen mit Poldi, aber was soll's. Wir gewinnen 3:1 gegen so ein Team. Und das
ist doch immer das, was wir sehen wollen bei Die Vergangenheit. So, was sind Glücksmomente? Da erfreut man sich natürlich, auch wenn wir einen Elfer reingemacht haben, aber wir hätten so dann auch trotzdem dann 2-1 gewonnen, aber der Elfer war natürlich hier eindeutig verdient, also ich will ja nichts sagen. Und ja, das soll es mal wieder gewesen sein. Wir öffnen natürlich gleich noch ein Pack. Ja, wir hoffen natürlich jetzt, dass wir in dem Pack, weil wir ein Gegentor bekommen haben, in dem Pack was Gutes drin haben. Hazard ist auf dem Cover. Einmal noch in uns gehen und vielleicht dann jetzt hier das Glück erzwingen. Ich muss sagen, oh mein Gott, die Verteidigung war echt sowas von stark. Obwohl Schlicke nur 34 Tempo hatte. Matip hatte ja ein bisschen mehr, aber die waren echt schon biestig. Die waren gefährlich in der Verteidigung. Da ist echt wenig angebrannt. Und wir haben Vakaso. Pacig auf jeden Fall wert, denke ich nicht. Ja, das sollte auch gewesen sein hier von dem Vergangenheitsteam. Wenn ihr mehr sehen möchtet, lasst es mich wissen. Lasst eine Bewertung da. Ich würde mich freuen. Das war's von dem Köln-Vergangenheitsteam. Wir haben rasiert gegen einen richtig, richtig starken Gegner und gegen ein richtig starkes Team. Das soll es gewesen sein. Und ja, macht's gut. Bis die Tage und haut rein.